ein paar weitere Kleinigkeiten noch zur Elbphilharmonie. Der Bau hat 9,5 Jahre, exakt 3500 Tage gedauert. Es wurden ca. 18.000 Tonnen Stahl verarbeitet, dagegen 7.300 nur am Eiffelturm. Sie ist erbaut auf dem alten Kaiserspeicher, der natürlich noch verstärkt werden musste und am höchsten Punkt 110 Meter hoch. In dem Bau befindet sich das Westin-Hotel von der 6. bis 20. Etage, 45 Apartments, eine Maisonette-Wohnung auf dem 25. Stockwerk, von der man sagt, sie sei die höchste Wohnung in Hamburg. Ja, wir wissen ja auch alle, dass die heute liebevoll genannte Elfi ein bisschen teurer geworden ist als ursprünglich veranschlagt. Veranschlagt waren 77 Millionen. Letztlich wurden dann 789 Millionen ausgegeben dafür. Ein kleines Beispiel, die Architekten hatten ursprünglich mal pro Toilettenbürste auf den sanitären Anlagen 291,97 Euro veranschlagt. Das wurde dann später ein wenig revidiert. Ja, jetzt aber viel Spaß beim Rundgang. A couple of facts here on the so-called Elfi. It was built in exactly 3,500 days. 18,000 tons of steel were used, in comparison on the Eiffel Tower, 7,300, and it was constructed on the old Kaiserspeicher, which you see as the bottom brown building that of course had to be strengthened. In the building you have the Westin Hotel from floor 6 to 20, 45 apartments, and a maisonette flat on the 25th floor, of which people say it's the highest flat in Hamburg. On its peak, it's 110 meters high. Well, actually, the costs were given with 77 million euros. They ended at 789 millions, slightly more. Just an example, the architects had originally planned to buy toilet brushes for the sanitary installations at a cost each of 291.97. This was amended slightly after all. And I hope you enjoy going around.